Ja, wir machen heute gleich schon mal die Tageszusammenfassung von heute. Heute war der erste Tag. Wir sind einmal so quer durch Colombo, haben alles möglich gemacht. Wir waren heute Morgen gleich auf dem Petta Market. Das ist natürlich wirklich Kulturschock pur. Da ist echt was los. Da hatten wir dann nachher auch relativ schnell die Nase voll. Dann waren wir in einem Einkaufscenter, erstmal so ein bisschen zum wieder runterkommen. Da haben wir eine Kleinigkeit gegessen, City Center, Colombo. Dann heute Nachmittag hier ja. Einmal noch eine kleine Zusammenfassung. Hi! So, wir hatten jetzt hier gerade Besuch. Der junge Mann, der wollte ich ja auch noch mal mit auf Bild. Alles klar. Ja, ich denke, wir machen das nachher einfach nochmal. Ja. Ich bin nämlich raus. Einkaufscenter ein bisschen im Kulturschock entrinnen. Hier ist es schön ruhig und klimatisiert. Das heißt, wir machen hier kurz mal eine Pause und dann geht es wieder ins Getümmel. Hier gibt es was zu essen. Von der Skyline zu sehen. Da hinten ist dieser Fernsehturm. Hier ein echt hohes Haus. Ja, und hier sieht man auch jede Menge Wolkenkratzer. Nochmal hier so ein Schwenk. Wir stehen hier auf der Terrasse vom City Center. Hat man einen schönen Ausblick. Auf dem Teich, das ist auch nochmal so ein kleiner buddhistischer Tempel. Ja,
Und hier sieht man natürlich auch den Verkehr, das ist hier überall echt der Wahnsinn. Tuk-tuk, überall Tuk-tuk. Busse und es ist ständig ein Gerufe. Wahnsinn. Dann ging es in den Gangaramaya-Tempel. Es ist einer der wichtigsten Tempel in Colombo. Er wurde im 19. Jahrhundert erbaut. Und er ist eine architektonische Mischung aus thailändischer, indischer und srilankanischer Architektur. Besonders interessant ist das Museum, so wie wir jetzt hier gerade sehen können, wo viele Spenden, die dem Tempel einmal gemacht worden, auch ausgestellt sind. Da gibt es sehr, sehr interessante Exponate zu sehen, wie hier zum Beispiel den kleinsten Buddha oder diesen ausgestopften Elefanten. Ja, und natürlich Buddha-Statuen in allen möglichen Ausführungen. Der Tempel ist heute neben dem Museum eine buddhistische Ausbildungsstätte, natürlich ein Gebetshaus und selbstverständlich auch der Sitz von verschiedenen Stiftungen, die sich auch international engagieren. Es war auf jeden Fall eine sehr schöne Atmosphäre an diesem Tag. Hier sehen wir das erste Mal die Lieblingsblumen des Buddhas. Das vermuten wir jedenfalls, weil sie ja auch immer wieder dort auftauchen, die auch in einem weiteren Video nochmal eine Rolle spielen werden. Ja, und auch er hat es sich hier ganz gemütlich gemacht. Das war das neue Colombo und jetzt kommt das alte auf einen anderen Stapel. Schon krass, wie die Gegensätze hier so dicht beieinander sind. Ja, nun sind wir am Meer. Heike, was sagst du dazu? Ja, endlich, es ist soweit. Da ist es.
und es duftet herrlich. War das jetzt ironisch? Nein. Nein. Ja, es riecht hier nach Meer. Da hinten, da sieht man den Hafen, das ist schon fast über uns in Hamburg hier. Sehr schön. Da fühlt man sich doch gleich wohl. Das ist absolut stressfrei jetzt hier. Hier sind noch so kleine Bütchen. Da kann man Chips kaufen oder ähnliches. Wir werden uns jetzt hier einfach mal ein Plätzchen suchen, wo es nett ist. Hier sind Toiletten, 20 Rupien kostet das. Das ist nicht die Welt. So, jetzt machen wir einmal das Fazit von diesem Tag. Ich habe ja eben gerade so gesagt, und wer so sagt, ist noch lange nicht fertig. Der Tag ist auch noch nicht fertig. Wir wollen jetzt hier gleich den Sonnenuntergang uns noch anschauen. Wir sitzen hier am Galleface. Das sieht schon richtig gut aus. Was haben wir heute alles gemacht? Wir sind heute Morgen gestartet vom Hotel aus und haben wir unsere erste Busfahrt hier gemacht. Und das war schon hochinteressant. Da sind wir einmal mitten in die City von Colombo und da ist so viel los. Da sind so viele Menschen, so viele Fahrzeuge und irgendwie wirkt das alles total chaotisch, aber die kriegen das alles hier auf die Reihe, ohne dass großartig was passiert. Ja, das war einfach Kulturschock pur, das kann ich nur so sagen. Wir haben es überlebt. War auch richtig toll. Es gibt hier von modern bis ganz alt tolle Tempel, alles sowas. Das gibt es hier alles. Man muss schon sagen, ein Tag Colombo, wenn man hier nach Sri Lanka kommt, das sollte man sich gönnen. Auch wenn es ein bisschen stressig und auch ein bisschen anstrengend ist, es lohnt sich auf jeden Fall. Wir verabschieden uns für heute schon mal bei euch. Seid morgen wieder mit dabei, denn morgen fahren wir mit dem Zug. Tschüss. Tschüss.